Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Und wir zocken jetzt mit dem Marcel zusammen. Der spielt den guten Vladimir in der Mitte. Und ich spiele jetzt den Garen. Wir sind in der Preseason. Und ich darf gegen Vi ran. Den will ich haben. Okay, habe ich gekriegt. Wir dürfen gegen Vi, die fast Stufe 5 ist. Also die weiß, wie man Vi spielt. Gefällt mir gar nicht. Preseason, ich habe mir gerade so Dings gebaut, so Runen und so. Hier die neuen Masteries und so. Ob das erfolgreich ist, weiß man nicht. Werden wir gleich sehen. Werden wir herausfinden. Wir spielen Ranked. Denn der Marcel hat mir gesagt, von wegen könnte positiv auf meine nächsten Einstufungsspiele laufen. Sagt mal jetzt so. Und die anderen Leute. Was? Sagt. Ito, also halt Riot und die anderen Leute, die auf PBE spielen. Okay. Ja, PBE habe ich mal versucht. Ich wollte Zoe aufnehmen, aber ganz vergessen. Da hast du ja übelste Lags, Alter. Ich habe das Minion getroffen. Oh, weg. Okay, Vi hat kein Flash. Der Warwick ist hier. Ich habe auch kein Flash mehr, aber ist mir egal. Zack, der Vi habe ich nochmal einen gegeben. Ich bin gut davon gekommen. Am besten farmst du sehr schön und dann. Ja, ich versuche. Mit Garen bin ich nicht so der Farmer. Farmerama. Ist nicht so. Eigentlich ist Garen gar nicht so mein Champ. Ich meine, theoretisch finde ich das immer so. Oh lol. Eigentlich finde ich das immer recht lustig. Ich kann keinen Noob-Champ spielen. Sowas wie, also, ich meine, Noob-Champs gibt es ja nicht so. Ja, genau, sowas wie Master Yi zum Beispiel. Ist in jeden Augen Noob-Champ, aber irgendwie kriege ich den nicht geschissen. Yasuo zum Beispiel finde ich auch. Der braucht zwei Items oder ein Item, da kann er sich so easy an Minions farmen. Und dann ist er auf einmal OP und bei mir irgendwie gar nicht. Wenn ich da entweder den Phantom Dancer oder den Dings habe, Static, bin ich trotzdem noch genauso eine Pfeife wie vorher. Und wenn ich gegen den Yasuo spiele, der hat seinen Phantom Dancer und dann fängt er an zu schlitzen. Und schlitzt dir die ganzen Eingeweide raus. Aber wir versuchen trotzdem hier unser Bestes. Also Midlane läuft sehr gut. Ja? Sehr schön. Lass den ja nicht zu stark werden. Wird eh nur Tanks sein, also Botlane müsste eigentlich carryen. Nein! Die Mistmade ist ganz knapp davon gekommen. Überlassen, als selber in Gefahr zu bringen. Ja, ich hätte jetzt diven müssen, aber da ich kein Flash mehr habe, nix. Und ich glaube, beim Diven hätte ich den auch nicht getroffen. Ey, so ein Spiel hatte ich gestern gehabt, ey. Da hat mich ein Olaf direkt vom Early aus an schon dreimal gegankt, ne? Davon hat er dreimal getower-dived und ist dreimal verreckt. Dann habe ich zwei Tode gehabt. Auf einmal flamet er mich zu, von wegen, warum ich feeden würde. Und ich dachte, wo bin ich denn hier, Alter? Falsche Welt oder was? Okay, Warwick ist geflasht. So. Aber die spielt ganz schön. Die spielt ganz schön passiv dafür, dass die fast Stufe 5 ist. Wie war ich? Ja, weil du Garen spielst. Ja, und? Denk mal, bei Garen ist es doch eher wichtig, den keinen Farm zu geben. Oder? Garen ist halt auch ein Loop Champ. Ach so, deswegen kann ich ja meistens nicht. Ja. Ah, zum Beispiel Poppy, ne? Ich habe gestern Poppy gespielt. Alter, funktioniert überhaupt nicht.
meine, die wird. Normalerweise ist sie mega tanky, die alte Sau. Ja, der kleine Kind. Mit dem großen Hammer. Mega tanky. Aber irgendwie, bei mir nicht. Ich habe 2 Items gehabt, 150 Resistenzen. Aber bin trotzdem gestorben wie so eine kleine Fliege, Alter. Wie Puck. Puck, die Stubenfliege. Okay. Midlane ist sehr dumm. Ich krieg erstmal einen Tower Shot. Okay. Bam, da hab ich sie. Da hat sie mich engaged, die alte Hexe. Bin ins draufgegangen. Also die hat auch keine Ulti. Fuck. Oh, Meizahar kommt jetzt. Top Lane. Ja? Okay. Welche Elo bist du? Mit. Musst du neu anfangen. Okay. In welcher Elo bist du eigentlich? So ungefähr. Oh man. Bist du da? Marcel? Oh. Achso. Jetzt mit mir hab ich das so realisiert. In welcher Elo bist du? Ich bin gerade in gar keine. In gar keine? In welcher Elo warst du? Gold 1. Gold 1, okay. Gut, da ist der Unterschied ja nicht so riesig. Bro, in welcher Elo warst du zuletzt? Weil ich meine, mit meinem Bruder habe ich meistens immer. Ich sag mal, das Ding ist, ich finde, wenn du mit einem Gold-Dude alleine spielst, ne? Also in dem Duo, und du aus Silber oder so kommst, ne? Alter, dann kriegst du vernünftige Teams. Das ist so geil. Dann macht das Zocken richtig Bock, Alter. Wenn die Leute auch checken, was sie für Aufgaben haben. Gibt's viele davon, die das nicht checken. Ja, Mann. Von denen da unten. Das geht mir so auf den Sack, ne? So wie Kha'Zix gerade eben. Ja, aber wenn der mich kennt, dann ist er kein Wunder. Dann hat er das von mir. Das Spiel. Nein, Quatsch. Nein, ich bin guter Kha'Zix. Ich habe den Champ zwar nicht mehr, aber ich war mal für eine kurze Zeit Kha'Zix Main. Okay, war ja kein Flash. Okay, Meizahar hat Blue Buff. Könnte jetzt ein bisschen eklig werden. Ja. Ich bin 67 Farm jetzt in knapp 10 Minuten. Ist okay, kann man mitleben, ne? 60 Farm, 10 Minuten. Ist so europäischer Standard, ne? Ah, okay, diesen komischen Wolf, den ich da hatte, das ist quasi wie Thunderlord. Oh, lol. Hier ist ein Warwick. Bam, Alter. Verschwinde, du mieser Köter. Habe ich ihn erstmal weggeultet. Und Warwick hat keine Ult mehr. Ah, so fühlt sich das an, Garen als Macht-Dings zu haben. Als guten Toplaner. Also so fühlen sich meistens meine Gegner. Weil ich ja eher so der schlechtere Garen bin. Meine Vi ist weg. Kha'Zix. Oh, jetzt gibt die mir ihre Ulti unter meinem Tower. Unter ihrem Tower. Die alte Pestbacke. Du kriegst trotzdem kein Farm. Ich erlaube dir das nicht. Ich will ja gerade mit Lane. Okay. Oh lol. Zwischen Silber 1 und Silber 2 warst du. Der Dings ist hier oben. Ja. Der Meisacher. Hat auch mein Tower mitgenommen.
Oh, jetzt ist die Alte einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Die ist einfach ins Bett gegangen, ohne mir einen guten Nachtkuss zu geben. Wie kann ich heute nur schlafen? So, ich gehe, glaube ich, jetzt gleich erstmal noch den Hammer. Das ist ja auch ein bisschen Leben bei, damit ich schneller laufen kann. So wie es aussieht, werden wir verlieren. Meinst du? Ja. Glaube ich nicht. Wenn das so weitergeht die ganze Zeit, dann ist es vorbei. Ah, ich schnetzel jetzt mal hier noch ein bisschen den Tower weg. Die Wei kommt zwar, aber bis die hier oben ist, sollte ich vielleicht den Tower schon haben. Pass auf, die kommt. Ja, ja, die kommt. Geh schon jetzt weg. Geh jetzt weg. Ah, halb ist er nur. Aber die kommt zu zweit. Ich habe jetzt erst gedacht, der K6 springt da rein. Das wäre eher sehr dumm. Oh lol, ich hab den sein Virus drauf, Alter. Und du bist Katharina und Vlad Main? Verteidigung spiele ich jetzt nur, weil Maizaha in der Midlane ist. Ach so, gehst du auch auf Counterpicks ein, ja? Okay. Ja, sowas habe ich auch mal eine Zeit lang versucht, aber ging meistens in eine Hose. Und dann habe ich mich quasi selber ausgecountert. Weil ich gehe halt nicht so auf so Counter-Seiten oder so. Ich denke mir das selber aus, welcher wie irgendwie wen countern könnte, aber das Schlimmste war mal einmal, da habe ich den schlimmsten Counter, den habe ich mal erlebt auf Top Lane. Da habe ich mit Tryndamere gegen Akali gespielt. Alter, die alte Hexe hat mich komplett. Die hat mich komplett. Ja, ich hatte Tryndamere. Die hat mich so hart ausgecountert, ne? Die hat mir halt immer ihre instant ihre Qs reingedrückt. Und ich konnte nichts machen, Alter. Die hat mich mit Level 2 unterm Tower geholt. Ja, das ist schon so wirklich. So, engage. Ja. Für den Masia, Junge. Für den Masia. Nice, Mann! Für den Masia, Full Life Garen. Easy, jetzt haben wir den Tower. So, ich spin mal schon mal vor, dann können wir nämlich den zweiten eventuell auch noch kriegen. Obwohl, Mitte ist auch kacke, ne? Sollst vielleicht in die Mitte gehen. Okay. Ja, guck mal, hier wird sogar ein TP rausgeholt. Genau, das war. Nee. Meiser. So, mal schön shoppen gehen. Ah, ich habe auch 2600 geholt. Genau, mach den Jungle. So, dann noch schöne MR-Boot. Ja, immer nur die Midlane. Vielleicht kann ich hier sogar noch pushen. Nee, Twitch ist da. Twitch ist da. So, dann gehen wir mal zurück hier. Gehen wir auch mal shoppen. Ja, soll ich mir jetzt trotzdem noch ein defensives Item holen? Erstmal. Ah, ja, komm. Auf Tank. Ich gehe eben die. Ich hole mir die Mercury Boots jetzt und Geistessicht und dann gehe ich auf Sascha. Oh, Maizaha, was machst du? Okay, der Tower lebt noch. Ich gehe jetzt so die Mercuries, so. Dann Geistessicht und dann hole ich mir den das schwarze Ball. Ah, da ist er noch schön rausgekommen. Ja. Ich bin bereit. Ich glaube, der Red Buff ist da. Können wir uns den holen? Hallo, Vai. Was geht? Das oh, lol, ich hab den falschen Minion. Ich hab den dann. Ey, hier, guck mal hier. Was ist denn hier? Was ist denn mit dem?
Live, Junge! Ah, überlebt er noch? Ich würde gehen. Oh shit. Ich kann nichts mehr machen. Die Jana, die hat den das fette Schild gegeben. Sonst wäre der Twitch, glaube ich, draufgegangen. Macht der TF jetzt auf ADC oder was? Naja, ja, dann nicht. Müsste jetzt eigentlich nicht spielen. Macht aber. Bleibst du eben Toplane, dann gehe ich Mitte. Du bist jetzt zu deffen. Ja. Wenn Jenna da ist, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Ja. Also, sobald ich die Mitte gedefft habe, komme ich wieder hoch. Schutz der Nation. Komm, bitte. Okay, Minions sind weg, ich gehe nach oben. Ah, der Tower ist down. Ja, ich kann dir nichts mehr machen. Okay. Warwick verfolgt mich, pass mal auf. Verfolgt dich? Ja, der hat mich markiert. Ah, die sind bei uns am Blue. Ja, da läuft unser. Ah, da ist er. Warwick. Hm? Ich hab gedacht, der will sich den Karstix holen. Ah, war eine Jana. Jana. Ja, am besten dann nicht rein. Nein? Nur wegen der Jana? Oh lol, die haben den Harald gemacht. Oh, das Spiel ist jetzt 100% verloren. Meinst du? Oder wie ich bin. Oh lol. Ah, die sind da auf dem Botlane ganz schön am Inten, wa? Und der K6. Oh nein. Alle Flash für einen Kill. Flash-Parade. Das ist die ultimative Shard-Show. Jawoll! Oh lol, hat nicht, hat nicht gereicht, Alter, what? Gebraucht. Am besten macht deine W und dann deine E. Okay, lauf. Ah, ich lebe noch. Ah, der hat Vieh auch noch. Okay, Rip. Ich würde gerne ein bisschen basen. Achso, Tor heizt sich schnell. Ah ja. Oh, ey. Lol, die sind immer noch da am Fighten oder was? Geh hier rum. Die haben nur den Drake gemacht. Mhm. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen abgeholt hier. Nein, kriegst du keinen mehr. Ah, nein, ich denke auch nicht. Die haben uns alle gesehen. Lol, die gehen trotzdem rein, Alter. Demacia, Junge! Hat ein bisschen Verbindungsprobleme. Okay. Oh, ich lebe immer noch. Fuck, aber jetzt nicht mehr. Alter, wie tanky ich bin. Von ich habe gerade. Ach so, genau, weil ich den Kill gekriegt habe, ne? Alter, die neuen Masteries sind übel, Alter. Habe ich dann auf einmal noch mal irgendwie so 300 AP oder was auf einmal gekriegt? Oh lol, für die Q daneben gegangen ist. Oh lol, wie die Q daneben gegangen ist. Twisted Fate. Der Twisted Fate zweimal seine Q verkackt. Der, die Morgana auch einmal ihre Q verkackt, ne? Alter. Bring den trotzdem noch. Heftig, ne? Versuchen wir jetzt hier, mit der nächsten Wave die Top zu slowen. Beziehungsweise zu freezen. Geh mal hier gucken, was sie hier machen. Meinst du, sind die hier? Also beim Baron. Ja, ist alles easy. Na, K6, keine bösen Wörter. Was sagt man nicht? Oh shit, Freunde. Wow, Ulti gefressen. Egal, ihr Pissbacken. Was ist mit euch, Alter? Wow. Ah. Ich kann mich nicht bewegen.
Ich überlebe das, Alter. Ich hab das eiskalt überlebt, Alter. Die sind mit drei Mann in mich reingeengaged, Alter. Wenn ich gleich Base war, kann ich mich irgendwo hintippen wieder. Aber du bist jetzt auch RIP, ne? Naja, doch nicht, aber... Die nächste TP-Möglichkeit wäre Top-Lane oder Mid-Lane gewesen. Jetzt machen die den Baron. Ja, soll ich da versuchen zu stören? Ich glaube, das werden die auch nicht schaffen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal zu stören, ich gehe mal hin. Mann, da sind zwei halbtote Typen. Doch, die haben den. Die haben es doch geschafft. Oh, lol! Ah, ich war schon in der Luft. Scheiße, war da knapp, Mann. Und der trifft hier deine. Die sind so braindead, die beiden, ne? Also unsere Botlane, die ist richtig RIP, Mann. Die beiden sind so braindead. Scheiße, ich war schon in der Luft, ne? Die Jenna hat den Penta gemobst, Alter. Ja, die Ult ist nicht ganz durchgekommen, da war das Ding. Ach, man gibt niemals auf. Ne. Das finde ich gut, dass du so denkst, weil ich denke genauso. Weißt du, die Surrender-Funktion, die finde ich komplett für den Arsch. Aber ich sag mal so, die beste Funktion in LoL, finde ich, ist das Muten. Muten ist das geilste und Surrendern ist das schlechteste. Die beschissenste Funktion, die es gibt. Zack. Weiß nur nicht, ob das so gut ist, wenn ich die Kills alle habe. Unfair. Ich weiß nicht, dann fühle ich mich so übel stark, aber ich meine, ich bin ja im Prinzip auch nur Tank, ne? Ja gut, ich mache schon gut Damage, das ist... Ja gut, ist schon okay. Aber wer keine ADC haben, dann übernehme ich so mehr oder weniger die ADC-Position. Ich kann zwar nur auf die Gegner zulaufen. Lauf, der macht sein Ratata, glaube ich. Gleich, oder? Ich habe meine W vergessen. Warte auf der W, dass dein Pendaki am besten. Ja, ja. Ich wollte den von hinten jetzt rannehmen, aber. Muss ja an den rankommen irgendwie. Den kriegst du nicht. Warwick wird dich stun mit seiner Ult, da kommt Jenna mit ihrer Q. Naja. Ja. Halt weg. Guck mal, das sowas hasse ich dann immer, wenn ich meine Lane mal gewinne, weißt du? Genau, du bist sehr gut im Spiel und die andere Lane rein. Genau das meine ich, das hasse ich wie die Pest. Flashes. Geh weg. Boah, hat die mich in der Dings. Ach. Ich wollte den Dings wenigstens noch silenzen. Hat er seinen scheiß Gift dann nicht aktivieren kann. Aber da hat er mich dann schon. Die Vi hat mich dann abgefangen. Die Mistmade. Hanswurst. Naja, da haben wir hier ganz großes Kino am Start, Leute. Ganz großes Kino. Ich war wieder gut, ne? Geil, ich war Bombe, Alter. Ich war wirklich Bombe. Soll ich mir Starhax holen? Am besten alle Items verkaufen und ganz viele Tränen. Geh jetzt volle Hütte rein, Alter. Engage schon. Wir haben eh verkackt. Schade. Schade, Schokolade.
Naja, egal, da haben wir das erste Game nochmal verkackt, Leute. Ja, woran es gelegen hat. Drei Leute waren am Feeden. Zwei Leute waren gut. Wir waren gut. Egal, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Achso, was habe ich gespielt? Ein A+, siehst du, ich war gut. Haut rein, Leute.